Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rhein Fever. Oh, schönes Rhein Fever hast du wieder. Oh, fein. Gut, gucken wir mal, ob wir unsere beiden Streckenenden hier bis schon verbinden können. Gut, wo haben wir denn Kollision? Okay, überall. Also, wenn ich das richtig verstehe, das hier stört. Diese Straße stört. Dann machen wir sie weg. Alles kein Problem. So, Tiertunnel. Und gut ist. Bahnübergang gesperrt, es wäre nie was gewesen. Zweiter Versuch. So. Siehst du mal, kollisionsfrei. Bauen wir. Zack. So, jetzt die Frage, kriegt man hier ein zweites Gleis durch diesen Tunnel. Nee, wäre zu schön gewesen. Weil warum soll ich durch den Tunnel zwei Gleise bauen können? Das ist ja total Schwachsinn eigentlich. Ich werde blöde. Werde blöde. So, dann versuchen wir mal unsere alte Taktik. 1, 2, 3, 4 Gleise dazwischen. Und genauso hinten. 1, 2, 3, 4. Und das fünfte Gleis wäre ja dann unseres. Müssten wir auch noch bauen. 5. Ich denke mal, da ist der Abstand groß genug. Ach ja. Wir machen die Gleise erstmal direkt, die anderen. Dass wir nur noch das eine haben, was wir brauchen. Zack, 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 zack. Und dann sollte das wieder gehen, denke ich mal. Oh, siehst du, geht auch. So, hoffentlich kriegen wir es jetzt wertleise durch. Ja. Faszinierend. So und so, da können wir eigentlich auch mit dem Zug noch ein Stück weiter vorfahren. Weil das können wir ja dann auch. So und so. Dann kommt das Signal nochmal kurz weg. Dann kommt hier eins hin und hier eins hin. Sehr schön. Haben wir das schon mal? Jetzt fällt nur noch hier unser besonderes letztes Stück. Oh, da macht ein Bützchen Kurven. Da macht ein Körbchen Kurven macht er. Ja, klar. So. Das geht nicht. Warum geht es nicht? Warum hast du Koalition? Das kann ich nicht sein. Hatte ich ja gerade eben auch nicht. Ach Mann. Ich
Weißt du, manchmal ist das schon echt schlimm. Wie machst du denn das jetzt so? So hat er keine Kollision gehabt. So. Ha, und so. Fertig. Das ist ja ganz einfach gewesen. Ganz einfach. Gut. Dann wollen wir jetzt die Strecke erstellen. Neue Linie. Die geht von Worth of White von hier über hier nach hier und zurück da. Dort. Ja, in vorne halt. So, das ist ja IC, hat man gesagt. IC Wolfen Sonneberg. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal unseren Betriebshof hier hin. So, habe ich hier vorne ein Signal gebaut. Ja, faszinierend. Nein, das brauchen wir. Züge kaufen. Kann ich so schnell bis da runter scrollen, ist scheiße. Sowas kaufen wir natürlich. 1, 2, 3. Sollten das auf dieser Strecke machen, denke ich mal. Hier steht denn hier noch ein Zug? Dann tun wir hier ein Fahrzeugersatz. Achso, ich muss erstmal auf zuweisen. IC Wolfen Sonneberg. Dann tun wir hier gleich schon mal ersetzen. Na, komm bitte. Zufügen, ja. So. 4-Minuten-Takt. So, Güter Arnstadt Sonneberg hat irgendwie ein Problemchen. Warum hast du ein Problemchen? Könnte das Gefühl haben, der kommt nicht mehr oben durch. Ach ja, klar, der kommt nicht mehr oben durch. Ja, ist logisch, ne? Ist logisch. So, jetzt soll es wieder gehen. Oder? Geht's nicht? Doch, es geht wieder. Komm bitte. So, wo stehst du? Nö, du kannst doch weiterfahren. Ist alles kein Problem. Du fährst bloß falsch. Bei dir ist alles noch in Ordnung. Zack. So, es wäre nie was gewesen wieder mal, ne? Jetzt gucken wir aber schnell unseren IC, unseren IIC an. Ja, wo ist es denn? Hinten ist es. Warte, erst ist schon durch. Dann verfolgen wir den jetzt mal. Wie der jetzt hier über seine wunderschönen Brücken fährt.
Ich hoffe, für die Leute ist es jetzt in Ordnung, dass hier eine Baureihe 101 dran hängt. Hol das Licht dort an, ist ja. Faszinierend, wie schnell er hier reinfährt jetzt. Standbild. Schum. So, jetzt gehen wir hier kurz hier vor, wo sich das so gabelt. Das sieht bestimmt lustig aus. So. Jetzt gucken wir mal, wann er kommt. Halt, halt, nicht so schnell. Nicht so schnell, bitte. Schönes Ding. So, jetzt müssen wir nur noch dein Leipzig wieder anpassen. An die neuen Geschwindigkeiten, neuen Züge. Aber wo ich ja eigentlich gespannt bin. Nee, der fährt schon mal richtig. Das ist alles in Ordnung. Zu werfen mit den beiden ist ein schneller. Eigentlich müsste unser IC schneller unten sein. Nee, guck, der andere beschleunigt schneller, weil er bestimmt weniger Wagen hat. Nee, jetzt gehen wir Gas. Jetzt schaffen wir's. Ah nee, der muss Weichen wechseln. Ah, der musste abbremsen. Er war gezwungen. Da kann ich auch noch Geschwindigkeiten zugewinnen, denke ich mal, bei dem Weichenwechsel. Bei dem Gleiswechsel. Weichen wechseln tun wir nicht, Kinder. Wie schnell fährt denn der hier runter zu? 136. Jetzt bin ich unten gespannt, wie das abläuft. Halt mit dem anderen Zug. Da ist nicht gerade einer drinne. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich funktionieren. Der wartet hier so lange, bis da unten kein Zug mehr drin steht und gut ist. Das siehst du ja schon, der Held. Jetzt ist unser Regionalzug natürlich Spaßer drin gewesen, ne? Aber kannst du eh nichts dafür machen. So, weiter geht's. Ausnahmsweise mal mit einem anderen Zug hier rein auf das Gleis. IC Wolf und Sonneberg stehen. Was? Ich glaube, das ist gut, der Zug. Ja, du kannst halt hier, du kannst ja eigentlich mit der Hauptstrecke kannst du ja auch bis Wolf fahren. Hey, ist halt unterwegs zweimal, mit dem IC ist du bis einmal. Aber auch nach Sonneberg wollen anscheinend ganz schön viele. Na gut. Wir haben doch noch einiges zu tun. Ich weiß noch nicht, ob ich am Wochenende Schluss machen will. Auf jeden Fall mache ich heute erstmal Schluss. Ich denke immer, da stehen zu viele, aber da kommen immer gerade die Züge an. Das ist immer so der. Na gut. Warum stehen hier hinten jetzt eigentlich so viele? Ah, da kommt auch gerade ein Zug. Oh. Na super. Morgen geht's dann weiter mit Leipzig umbauen und dann eigentlich Sonneberg müssten wir auch noch machen. Also bis morgen.